Am Samstag hat erneut eine Anti-Corona-Demo stattgefunden. Jedoch ist sie nicht, wie angekündigt, die Mutter aller Demonstrationen gewesen. Das belegen auch Ihre Fakten. Ja, zusammenfassend ist zu sagen, wir haben es insgesamt mit geschätzten 4.000 Teilnehmern am Samstag zu tun gehabt. Auf der einen Seite haben sich 3.000 Corona-Gegner im Bereich des Schweizer Gartens im 10. Bezirk getroffen. Auf der anderen Seite hat es eine angemeldete Demonstration der Antifa, eine Fahrraddemo mit über 1.000 Teilnehmern gegeben. Wie ist der Einsatz verlaufen? Im Schweizer Garten haben sich ca. wie gesagt diese 3.000 Demonstranten getroffen. Es ist zuerst zu einer friedlichen Kundgebung gekommen, die sich dann formiert hat und versucht hat, in Richtung Innenstadt zu gehen. Die Wiener Polizei hat versucht, diesen Demonstrationszug mittels Sperren Einhalt zu gebieten. Wir haben auch versucht, einen Teil der Demonstranten, die Richtung Autobahn marschieren wollten, auch aufzuhalten, und das ist uns gut gelungen. Hierbei ist es jedoch zu sagen, dass an der Vorderseite dieses Demonstrationszuges teilweise sehr gewaltbereite Demonstranten waren. Sie haben die Beamten an den Sperren attackiert, mit Wurf geschossen und haben teilweise auch versucht, die Sperren wegzureißen. Wie viele Beamte wurden verletzt? Insgesamt bis jetzt sind 4 Beamte verletzt worden. Es sind bei dem Einsatz auch 2 Polizeifahrzeuge beschädigt worden. Wie viele Festnahmen gab es? Bei der Wiener Polizei sind zurzeit 15 Personen festgenommen worden. Dabei sind 10 Personen aufgrund strafrechtlicher Übertretungen, das heißt Körperverletzung, Widerstände oder Sachbeschädigungen. Die anderen 5 sind aufgrund von verwaltungsrechtlicher Übertretungen festgenommen worden.